So, hallo ihr Lieben, da bin ich und zwar mit dem versprochenen Pop-out, Resin Pop-out der neuen Firmchen von Dorenbeats und Amazon. Und zwar, ja, fangen wir doch einfach mal an. Ich habe ja viel gegossen, es ist jetzt einiges trocken und bin ganz froh, dass ich euch jetzt das Video zeigen kann. Und zwar habe ich ja hier diesen Stern gekauft von Amazon. Den hole ich jetzt mal raus. Auch hier gleich mit diesem Pinöpel da zum Aufhängen. Oh ja, doch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist hübsch. Könnte ein bisschen dunkler sein. Aber doch. Finde ich ganz schön. Ist auch recht stabil, wenn ich das so merke. Ja, finde ich gut. Ist wirklich schön geworden. Oh, Entschuldigung. Dann machen wir weiter mit meiner Federform. Die ist doch schwerer zu gießen, als ich gedacht hatte, weil das sehr, sehr fein ist und es geht sehr, sehr viel daneben. Ich habe jetzt einfach nur ein paar größere und ein paar deutlichere Sachen gegossen. Einfach nur, um das jetzt mal zu testen. Dann war auch das Resin alle. Und ja, auch von Amazon. Die Mold. Einmal so eine Feder. Eine kleine. Ist auch immer ganz passend hier oben schon mit Öse dran. Die muss ich jetzt noch einmal durchstechen, weil da habe ich das Loch zugegossen. Dann haben wir hier einmal dieses Herz. Ja, ich glaube, ja, das ist sehr schön geworden. Wirklich hübsch. Ja, ist total schön. Auch die Farbe. Ich bin zufrieden. Ich freue mich. Das war auch super schwer zu gießen wegen diesen ganzen kleinen feinen Spitzen und ja. Oh, aber sie ist total hübsch und ja, ist relativ stabil, so wie ich das jetzt erkennen kann. Ja. Ist wunderschön geworden. Finde ich echt toll. Gefällt mir richtig gut. Jetzt diese große Feder. So, beiseite. Ist auch wirklich schön. Kann man auch so als Kette machen. Hier mit zwei Ösen sogar. Ist relativ groß. Mit einer Kette dran. Sieht bestimmt hübsch aus. Sehr scharfkantig, weil es ja halt sehr, sehr dünn ist. Aber man könnte das natürlich auch abknipsen. Und dann irgendwo auf einen Flipbook mitkleben oder auf eine Karte, ein Goodiebag. Sieht bestimmt auch total schön aus. Wenn man es bearbeitet, ist es auch nicht mehr so scharfkantig. Die Mold gefällt mir richtig, richtig gut. Und wie gesagt, die war auch gar nicht teuer. Ja, ging ganz gut. Und hier habe ich einfach mal versucht, auf diese Pfötchen Charms ein bisschen Resin zu gießen. Ist jetzt die falsche Farbe, aber Versuch hat ganz gut geklappt. Es ist fest, es ist glatt, es glänzt schön. Ja, und wenn man dann eine andere Farbe nimmt, dann denke ich, geht das. So, dann habe ich noch Reste gegossen mit meiner alten Form hier. Das sind diese Knöpfe wieder. Die habe ich ja schon ein bisschen länger, die Form, habe sie aber noch nicht so benutzt. Oh, ein Knopf. Dann hier einen türkisfarbenen Knopf. Damit kann man sich im Übrigen auch wirklich sehr, sehr schön Knöpfe selbst machen, weil die sind wirklich super stabil. Und auch hier, wenn man die Löcher dann durchpiekst, das geht wirklich, wirklich total gut. Und dann hat man wie so, ja, Knöpfe. Das ist echt, echt super. Genau, das waren noch Reste, die habe ich da reingegossen. Man muss ja nichts verschwenden. Dann habe ich die Eiffelturm-Mold, auch von Amazon. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, die sind richtig. Ich hole mal alle raus. Das sind ja die gleichen. Nur, ups, verschiedenfarbig. Gefallen mir sehr gut. Ja. Aber es ist halt auch immer Geschmackssache, ne?
Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt von Wish noch so eine Molds bestellt. So kleine sind es hier. Auch mit so einem Nüpsi. Und da ist auch ein Eiffelturm dabei. Ich bin gespannt, wie der ist. Das werde ich dann natürlich berichten. So, dann habe ich einmal diese Flügelmold von Amazon. Und das dürfte jetzt was für Birgit sein. Birgit, diese Mold ist wirklich sehr stabil und die ist auch nicht zu dünn. Also, ja, wie du siehst, wirklich eine sehr, sehr gute Verarbeitung, eine sehr gute Mold und die war wirklich nicht teuer. Die war auch 2,27 € oder so bei Amazon. Also, falls du noch Interesse haben solltest, kannst du dir die beruhigt bestellen. Ist super. So, zwei Flügel. Sollte eigentlich ja nicht neongrün sein, sondern eher so ein Grasgrün, aber finde ich auch sehr, sehr schön, obwohl hier im Flügel sind vereinzelt ein paar Bläschen drin in den Federn, aber das stört mich jetzt überhaupt nicht. Ansonsten finde ich diese Flügel auch wirklich total schön und ja, ich bin froh, dass ich mir diese Mold gekauft habe. Die Verarbeitung der Mold ist gut, kann ich nur empfehlen. Genau. So, dann habe ich mir eine Mold gekauft mit einem Einhornkopf. Und das ist jetzt ein bisschen, ja, wahrscheinlich von der Farbe da drin ein bisschen kriselig geworden. Aber das werde ich noch ein bisschen überlackieren, ein bisschen schleifen und dann geht das auch. Und die finde ich auch total gut. Die hat 1,12 €, glaube ich, gekostet. Also die war auch wirklich sehr, sehr günstig und das Einhorn, ich finde es ja wohl mal mega schön. Das ist wirklich, es sieht wirklich nach realem Pferd aus und nicht so kitschig wie sonst. Also, bis jetzt habe ich nur gute Erfahrungen mit den Amazon-Molds gemacht und auch mit dem Versand. Auch wenn es da aus China-Land kommt, wie ich immer sage. Chinesien, China-Land, Thailandien, wie auch immer ihr wollt. Ich weiß, wie es richtig heißt, aber ich sag's halt immer. Und ja. Auf das Einhorn war meine Tochter schon scharf, weil das ist auch so ein schönes Rot geworden. Das hatte ich noch nie so ein Rot gegossen. Ich habe die auch durch Zufall nur bei meiner Sammlung entdeckt, diese Acrylfarbe. Es ist super schön geworden. Bisschen Glitzer rein. Ja. Diese Mold gefällt mir total gut. Werde ich definitiv öfter gießen. So, und bevor ich die ganzen kleinen Sachen hier ausploppe, sozusagen. Ich habe noch einen Bären gegossen, den ich ja von der lieben Nienchen bekommen habe. Nienchen. Ja, das waren jetzt auch mehr oder weniger Reste. Ist nicht so wirklich was geworden. Ja, gefällt mir nicht so gut. Ja. Ist halt, ja, ein Bär. Mal gucken, ob ich den noch hier noch ein bisschen anmale. Dann wirkt er vielleicht auch schon wieder besser. Ich muss mal schauen. So. Und dann hatte ich ja, wie einige von euch wissen, ja schon zum anderen Pop-out gemacht. Die Namen von den Kindern, die meine Tochter zu ihrem Kindergeburtstag einlädt. Und da habe ich jetzt die letzten zwei Namen auch endlich noch gegossen und fertig gemacht. Und ja, bin gespannt. So. Und das eine Kind heißt Käthe. Und das finde ich auch wunderschön geworden. Und hier das Pinkfarben, das kann man jetzt nicht so gut hier drauf erkennen. Da habe ich einfach mal das Lidschattenpigment auf das klare Resin drauf gestreut, so ein bisschen. Und ja, das klappt im Übrigen auch. Das muss man nicht nur zum Einfärben nehmen, man kann es auch so drauf streuen. Ja, hier mit so einer kleinen Elfe in Lila gehalten. Kommen hier unten noch ein paar Strasssteinchen drauf. Schlüsselanhänger, hier sind die anderen. Wo ich euch dann das Craft-Update zu zeige. Da hinten auf der Fensterbank habe ich die Pfoten noch liegen, die noch dazu kommen. Die sind jetzt schon fertig. Und ja, das wird also das nächste, wird ein Craft-Update, wo ich euch diese Sachen vorstelle, wenn sie denn fertig sind. So, dann haben wir hier noch, das Mädchen heißt Lilu. Und da ist eine kleine Meerjungfrau drinne und ja, mit türkisfarbenem Glitzer und lila Glitzer Hintergrund. Ja.
Gefällt mir auch total schön. Jetzt hat jeder ein individuelles Teil. Ja, wirklich. Diese Vierecke, die gefallen mir immer noch am besten. Ob als Magnet, als Anhänger irgendwie. Die finde ich einfach total schön. Da kriegt man viele schöne Dinge eingegossen. Ja. Passen, sind auch relativ groß. Da kann man auch mal etwas größeres Sticky einkleben. Ja, finde ich gut. So, und dann habe ich hier noch diese ganz vielen kleinen Molds. Die hole ich jetzt mal mit euch raus. Dann habe ich noch vom Adventskalender meiner Tochter, die hatte ein My Little Pony Adventskalender mit Schokolade. Da habe ich einfach mal versucht, das einzugießen. Das ist ein bisschen schwierig, die gehen auch ein bisschen schwierig wieder raus. Aber ich finde, dieses Logo ist schon mal ganz gut geworden. Und eigentlich finde ich diesen Kopf von, ich weiß nicht, wie sie heißt, Twilight Sparkle, glaube ich, auch ganz gut geworden. Und also meiner Tochter gefallen sie. Sie sagte, ja, Mama, das kann man gut erkennen. Und ja, könnt ihr mir ja mal sagen, wie sich das eignet. Leider habe ich diese Form gleich zerstört. Die ist gleich kaputt gegangen beim Rausholen. Ja, es ist ja Hartplastik, ne? Aber hier ist sogar noch das Förmchen. Ach nee, diese Form nicht zerstört. Ich habe dieses Form, dieses Logo zerstört. So ein Hartplastikschälchen. Und man muss es halt vorsichtig so ziehen und ein bisschen dehnen und dann hinten so ein bisschen drücken und klopfen. Aber dann geht es eigentlich raus. Ja, wollte ich mal testen. Drei sind nichts geworden. Diese zwei sind ganz okay. Und ja. Und der Fokus will heute schon wieder nicht. Genau. So, und dann hole ich jetzt diese Sachen raus. Das sind diese Ringmolds von den etwas größeren Ringen von Doran Beats. Gefällt mir jetzt irgendwie nicht so, weil hier diese Kante so entstanden ist. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch, warum diese Kante so blöd da entstanden ist. Ist relativ groß, also die kleine passt bei mir auf den Ringfinger, diese passt hier auf den Zeigefinger oder sogar auf den Daumen. Also tippe ich, dass es bestimmt Größe 20 ist, 19 oder 20. Aber ich werde das mit einem Ringmaß nochmal messen und das werde ich noch bearbeiten und schleifen. Und das ist dann noch eine. Und dann gefällt er mir eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, dann gefällt er mir eigentlich ganz gut. Wenn das hier jetzt ab ist hier. Ja, und dann vielleicht noch was drauf. Dann finde ich ihn ganz nett. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Habe ich auch doppelt und dreifach jetzt diese Ringmold, weil einmal wurde nachgeliefert. Einmal hatte ich regulär bestellt nochmal. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Zettel, dass die eigentlich noch kommen müsste. Und ja, also falls einer von euch Interesse hat an diesen großen Ringmolds, zwei habe ich noch abzugeben. Von diesen hier zwei einzelne oder auch als Zweierpack könnt ihr euch gerne bei mir melden. Entweder hier als Kommentar oder auch unter der E-Mail-Adresse, die unten in der Infobox eingeblendet ist. Und ja, habe ich noch abzugeben. Würde ich gerne jemandem eine Freude machen. Gut, dann habe ich ja hier nichts Spektakuläres, die Schlüssel. Habe ich zwei Stück. Mal gucken, ob die da jetzt so einfach rausgehen. Ja. Weil die war relativ voll. Nichts Spektakuläres. Schlüssel. Kennt jeder von euch. Und die, die es nicht kennen, kennt es jetzt. Aber eigentlich, die Schlüssel kennt eigentlich jeder. So. Dann habe ich Schmetterlinge. Drei verschiedene Farben. Einmal Türkis, einmal richtig grün, einmal lila Glitzer. Und diese Form finde ich jetzt schon mega klasse, weil die sind stabil, sie lassen sich gut entformen, haben schon eine andere Qualität als manch andere von AliExpress hier zum Beispiel. Sie sind nicht durchsichtig, sie sind wesentlich wabbeliger. Ja, also die von Doran Beats sind schon klasse. So, einmal diesen Schmetterling. Ich denke auch, wenn man da kleine Strasssteinchen drauf setzt und dann auf eine Karte oder auf ein Goodiebag setzt, wird das schon schön, denke ich. Ja. Dann haben wir hier den türkisfarbenen. Auch nichts Spektakuläres. Schöne Farbe. Das ist im Übrigen Lidschattenpigment. Das ist Acrylfarbe und auch das hier ist Acrylfarbe, die eigentlich heller ist. Ein bisschen Glitzer mit reingemischt. Ja, das finde ich immer ganz nett.
Ja, vielleicht mache ich auch mal ein Loch rein oder so, dass man das so als Anhängerchen nehmen kann für irgendwas. Mal schauen. So, dann fange ich mal mit diesen Anhängern an hier. Das sind ja, die habe ich von, die sind von AliExpress. Nee, AliExpress nicht, nein. Auch von Amazon. Und die ist überhaupt nichts geworden, weil, wie ihr seht, die ist schief. Hier, die wölbt sich so ein bisschen. Und so sieht auch das Teil aus. Und das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Und man kann das Motiv auch so gar nicht jetzt erkennen. Die ist auch matt von innen. Die sieht auch aus, als wenn sie innen. Ich drehe mal eben ganz kurz, damit das vom Lichteinfall her besser wird wieder. Ja, da ist ein kleiner Minion drinne. Die scheint von innen auch nicht ganz glatt zu sein, weil die hat hier oben Stellen und ja, so gebogen. Also vielleicht ist es auch noch nicht ganz gehärtet und wenn ich was draufstelle, vielleicht wird es wieder platt. Ich weiß es nicht. Oh ja, man kann es noch biegen. Seht ihr das? Werde ich gleich mal mein Teelicht hier drauf, meine Kerze draufstellen. Mal schauen. Ja, finde ich nicht so schön geworden. Das Motiv an sich ist schön, aber hallo. Naja, es will heute nicht. Verzweiflung, Verzweiflung. Ah ja. Ja. Ist nicht so meins. Dann habe ich hier noch eins. Das ist die gleiche Form mit einem Kussmund. Die wiederum ist innen total schön. Ist zwar auch matt, aber hat keine Unebenheiten. Ist glatt. Ja, wenn man es lackiert, denke ich, ist dieser Mund auch eigentlich ganz schön. Als Kettenanhängerchen oder auch an einen Schlüsselbund oder finde ich gut. So, was haben wir noch? Ja, dann habe ich hier wieder in die Blumenmold, habe ich zwei Stück, zwei Blumenmolds. So, habe ich Reste reingeschüttet vom Grünglitzer, vom Rot. Ich glaube, ein Rest Lila habe ich auch noch drauf geschüttet, dann ein bisschen verrührt. Ja, Batik ineinander verlaufen. Ja, mal gucken, was ich damit mache. Wie gesagt, ich will die immer nicht wegschmeißen. Hier habe ich einen kleinen Sticker eingegossen. Eine Katze müsste es sein. Oh ja, so eine kleine Kawaii-Katze. Und das finde ich ja wohl mal richtig schön geworden. Die Farben und so dezent und es glitzert und das gefällt mir richtig gut. Von hinten dann so. So dick sind sie. Einer kleinen Kawaii-Katze. Hihi. Sehr schön. So, dann habe ich hier ganz unspektakulär, das ist auch noch eine alte Form gewesen, ein Kawaii-Eis. Rest grün reingeschüttet. So, dann habe ich noch einmal diese Mold. Die ist auch vom Doran Beats, glaube ich. Da habe ich ein Acrylblatt eingegossen in grün. Ganz viel durchsichtig und dann nur eine ganz leichte Schicht hinten. Es sieht auch gleich schon aus wie gedomt. Das ist super klasse bei denen. Mit so einem Acrylblatt, sorry, mit grobem Flitter und grünem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es mir so gut gefällt mit dem grünen Hintergrund, aber ja. Mal gucken. Ich habe ja von diesen Blättern noch ganz viele und ich werde es einfach mal mit einer anderen Farbe testen und dann mal gucken. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. So, dann habe ich hier so ein Häschen, die Häschenform. Die Häschenform. Und auch hier habe ich ein Blatt eingegossen in den Bauch vom Häschen. Und die lassen sich super gut auch wieder entfernen von diesen Formen, also von diesen Molds. Es ist richtig gut, richtig, richtig klasse. Das ist das Häschen mit dem Blatt im Bauch. Ja, ein bisschen Flitter drinne, auch mit grünem Hintergrund. Vielleicht, wenn man hier noch ein kleines Auge auftupft. Ja, mal schauen. Finde ich aber auch ganz gut. Dann haben wir hier, habe ich glaube ich, eine Eule eingegossen in den Bauch. Ja, kleine Eule habe ich eingegossen. Ja. Fand ich mal ganz niedlich, auch in diese Form einfach mal einen Sticker einzugießen, um das mal zu testen. Und den Hasen hier, das ist auch wieder mit dem Rot wie bei dem Einhorn. Und ich bin mal gespannt, wie er von vorne aussieht, wenn es glänzt. Oh ja. Wow.
Das Rot ist ja einfach mal der Hammer. Wirklich mit dem Glitzer drinne. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir ja mal sagen. Schreibt mir es gerne mal in die Kommentare, was euch am besten gefällt. Wie ihr das findet. Auch zu meinen anderen Vorschlägen, ob ich mal ein Vorstellvideo meiner anderen Schmuckstücke machen soll. Mit Aludraht oder mit den Kaffeekapseln. So, jetzt habe ich noch hier einen Tropfen und einen ovalen Anhänger, wie so Cabochons, auch schon mit einem kleinen Loch. Und was habe ich denn hier drin? Was hatte ich hier eingegossen? Eine kleine Schleife, die jetzt leider nicht so gut zur Geltung kommt. Auch diese Form ist innen matt. Ja, man muss es, also man kann die Schleife erkennen. Wenn es jetzt glänzen würde, kann man es besser erkennen. Ja. Genau. Ja. Aber gefällt mir, diese Form gefällt mir auch ganz gut. Und bei dem bin ich auch mal gespannt. Da ist auch ein kleiner Sticker drin. Und die Form ist ja wieder glänzend. Die ist vom Doran Beats. Und ja. Oh, mit Molang hat man mir gesagt. Das ist Molang. Ich habe ja gesagt, es ist ein dicker Hamster mit zu kleinen Ohren, also mit großen Ohren. Aber es ist ein Hase, Molang. Und ja. Ja, gefällt mir auch total gut. Muss man gar nicht mehr viel machen. Ist wirklich süß geworden. Der Sticker ist optimal für diese Form. Super. So, und dann habe ich noch zwei Sachen. Einmal habe ich einen Sticker eingegossen. Das sehe ich hier schon. Das ist nichts geworden. Der hat sich gewellt. Der war ein bisschen zu groß. Und hier habe ich ein Foto meiner Tochter eingegossen. Das soll ein Anhänger für mich als Kette werden. Und zwar hier. Das soll ein Einhorn sein. Ein liegendes Einhorn. Es liegt auf dem Bauch. Platsch. Und hier hat es sich gewellt, weil es nicht ganz in die Form passte. Ja. Ist also vielleicht B-Ware oder ja, oder es liegt und versauert irgendwo in meiner Kiste. Mal schauen, ob ich daraus was mache, ob ich es, ja, was ich überhaupt damit mache. Mal gucken. So. Und last but not least, das Highlight, nämlich das Foto meiner Tochter. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es ist super schön geworden. Super schön. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Und dann werde ich hier ein kleines Loch reinmachen, so als Anhängerchen hier oder eine kleine Öse reinschrauben und dann als Kettenanhänger und hier noch ein Strasssteinchen aufkleben, eine Strassblume oder so. Und dann habe ich meine Tochter immer bei mir. Ja. Ja, das wird auch als erstes heute fertig gemacht, dass ich die Kette möglichst schnell tragen kann. Finde ich wirklich, wirklich schön geworden. Na gut, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal in die Infobox, nein, nicht Infobox, oh, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Nein, in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen hat. Und ob ihr auch Interesse habt an meinen anderen Sachen, die mal kennenzulernen. Und ich würde mich freuen und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, tschüss.